Um einen Test zu Ihrem Kurs hinzuzufügen, müssen Sie zuerst die Bearbeitung einschalten. Den Test können Sie dann über Aktivität oder Material anlegen hinzufügen. Der Name des Tests wird den Studierenden im Kurs angezeigt. Auf Wunsch können Sie eine Beschreibung hinzufügen. Wenn Sie diesen Haken setzen, wird die Beschreibung auch direkt auf der Kursseite angezeigt. Unter Zeit kann konfiguriert werden, wann die TeilnehmerInnen Zugriff auf den Test bekommen und wie viel Zeit zur Bearbeitung zur Verfügung steht. Testöffnung legt fest, ab wann auf den Test zugegriffen werden kann. Testschließung legt den Zeitpunkt fest, zu dem kein Zugriff auf den Test mehr möglich ist. Bei der Zeitbegrenzung kann eingetragen werden, wie lange die TeilnehmerInnen für einen Testversuch Zeit haben. Wenn Sie möchten, dass die TeilnehmerInnen den Test zeitgleich absolvieren, können Sie die Zeitbegrenzung auch komplett über Testöffnung und Testschließung realisieren. Für das Beispiel wird ein Selbsttest konfiguriert, den die TeilnehmerInnen am 20. Juli irgendwann zwischen 8 und 18 Uhr durchführen müssen. Für den jeweiligen Versuch gibt es maximal 30 Minuten Zeit. In der Standardeinstellung wird der Testversuch automatisch abgegeben, wenn die Zeit abgelaufen ist. Mit den beiden anderen Optionen müssen die TeilnehmerInnen den Test auf jeden Fall manuell abgeben. In diesem Fall kann nach dem Ende der Abgabezeit noch der Abgabe-Button gedrückt werden. Im anderen Fall muss die Abgabe innerhalb der Zeit erfolgen. In allen Fällen ist eine Bearbeitung des Tests nach dem Ende der Zeit ausgeschlossen. Unter Bewertung können Sie auf Wunsch eine Bestehensgrenze eintragen. Es ist meist jedoch sinnvoll, vorher die Fragen hinzuzufügen. In der Standardeinstellung sind für einen Test unbegrenzt viele Versuche möglich und es zählt jeweils der beste Versuch. Sie können die Versuche auch auf eine festgesetzte Anzahl begrenzen oder anpassen, welcher Versuch zählen soll. Üblicherweise wird den TeilnehmerInnen im Test jede Frage auf einer separaten Seite angezeigt. Das ist sinnvoll, da beim Umblättern der Seite jeweils der aktuelle Stand gespeichert wird. Die Anzahl der Fragen pro Seite können Sie entweder hier generell festlegen oder später individuell beim Hinzufügen der Fragen. Steht die Navigation auf Selbst gewählt, können die TeilnehmerInnen frei in den Fragen springen. Bei vorgegebener Navigation müssen die Fragen in der vorgegebenen Reihenfolge bearbeitet werden. Im Standard werden die Antworten innerhalb der Fragen gemischt. Ausschlaggebend ist dabei jedoch die Einstellung in der jeweiligen Frage. Wenn Sie diesen Schalter auf Nein setzen, werden im ganzen Test keine Antworten gemischt. Über Frageverhalten wird gesteuert, wann die TeilnehmerInnen ein Feedback zu ihrem Testversuch bekommen. Dieses Feld steuert die gesetzten Haken bei Überprüfungsoptionen. Die häufigsten Fälle sind die direkte oder die spätere Auswertung. Über die direkte Auswertung gibt es sofort nach jeder Frage ein Feedback, bei der späteren Auswertung erst nach dem Ende des Versuchs. Alle Überprüfungsoptionen können auch manuell angepasst werden. Während des Versuchs bezieht sich auf Feedback, das direkt nach jeder Frage angezeigt wird. Direkt nach dem Versuch steuert, was innerhalb von 2 Minuten nach dem Ende des Versuchs angezeigt wird. Und später, während der Test noch geöffnet ist, bezieht sich auf die Zeit nach diesem Zeitraum. Wenn der Test abgeschlossen ist, wird nur wirksam, wenn für den Test die Testschließung konfiguriert wurde und zeigt dann die konfigurierten Überprüfungsoptionen nach diesem Termin. Auf Wunsch können Sie hier ein Kennwort setzen. Der Test kann dann nur von Personen gestartet werden, die dieses Kennwort kennen. Hier kann der Aktivitätsabschluss gesetzt werden. Das reine Aufrufen der Aktivität als Aktivitätsabschluss ist hier vermutlich etwas wenig. Für das Beispiel wählen wir das Erhalten einer Bewertung. Wenn der Aktivitätsabschluss erst beim Erreichen einer Bestehensgrenze vergeben werden soll, müssen eine Bestehensgrenze gesetzt und diese beiden Haken aktiviert werden. Ansonsten kann der Aktivitätsabschluss auch nach einer festgesetzten Anzahl von Versuchen vergeben werden. Über Speichern und Anzeigen gelangen wir nun direkt zum Test. Hier können Fragen hinzugefügt werden. Für dieses Beispiel legen wir die Fragen neu an. Zur Verwendung von Fragensammlung oder Zufallsfragen können Sie sich gern das Video zur Fragensammlung ansehen. Für das Beispiel füge ich eine Multiple-Choice-Frage hinzu. Da Sie die Frage hier im Test hinzufügen, sollten Sie den Status auf Bereit stehen lassen. Mehr zum Fragenentwurf erfahren Sie ebenfalls im Video zur Fragensammlung. Hier erlaube ich jetzt nur eine Antwort. Die Antworten sollen im Test gemischt werden. Die Bewertung für die richtige Antwort setze ich auf 100%, für die anderen Antworten gibt es keine Bewertung. Als nächstes füge ich eine War-Falsch-Frage hinzu. Für diese Frage möchte ich die Punkte vergeben, wenn die Option Wahr ausgewählt wird. Hier sehen wir, dass jede Frage auf einer Seite angezeigt wird. Über dieses Symbol kann man den Seitenumbruch entfernen oder einen Seitenumbruch zwischen zwei Fragen hinzufügen. Wenn man Fragen mischen auswählt, werden die Fragen im Test gemischt und die Studierenden haben jeweils eine andere Reihenfolge im Test. Hier können Sie die Punkte für die einzelne Frage ändern.
Kommazahlen sind möglich, wenn Sie den Punkt statt des Kommas beim Eintrag verwenden. Hier werden die Punkte angezeigt, die im Test erreicht werden können. Diese Zahl zeigt an, auf welchen Wert die Bewertung hochgerechnet wird. Dieser Wert steht im Standard immer auf 10, kann aber geändert werden. In unserem Fall werden dann in der Bewertungstabelle 10 Punkte eingetragen, wenn jemand die 5 Punkte im Test erreicht hat. Wenn Sie den Test fertig erstellt haben, können Sie über Test und die Testvorschau eine Vorschau des Tests starten. Dabei sehen Sie den Test so, wie Studierende ihn später auch sehen. Hier wird der Hinweis angezeigt, dass der Test aktuell für Studierende noch nicht zu sehen ist. Der Vorteil der Vorschau ist, dass sie nicht als Testversuch gewertet wird. Direkt nach dem Versuch sieht man, wie konfiguriert, das Feedback. Danach sieht man in der Tabelle das Feedback. Wenn bereits Versuche erfolgt sind, können keine Fragen im Test mehr hinzugefügt oder gelöscht werden. Wenn es sich dabei nur um Versuche von Testnutzern handelt, können Sie die über diese Seite löschen. Wenn hier kein Versuch angezeigt wird, müssen Sie gegebenenfalls auf Alle mit Testversuchen umschalten und nochmal auf Bericht anzeigen klicken. Hier können Sie einzelne oder alle Versuche auswählen und dann löschen. Wenn Sie nach der Testdurchführung Fehler in Ihren Fragen finden, können Sie diese korrigieren. Nehmen wir an, bei der Wahr-Falsch-Frage wäre fälschlicherweise Wahr als richtige Lösung konfiguriert gewesen. Die Frage im Test wird korrigiert und gespeichert. In den Versuchen hat sich jetzt noch nichts geändert. Hier sieht man, dass Robin Teststudie Wahr ausgewählt hat und dafür die Punkte bekommen hat. Damit die Änderungen an der Frage wirksam werden, muss Alle neu bewerten oder Markierte Versuche neu bewerten ausgewählt werden. Hier sieht man, dass es eine Änderung in der Bewertung gab, von 5 Punkten auf 0 Punkte. In der Ansicht der Frage ist nun auch zu sehen, dass die Antwort Wahr nun als falsche Antwort bewertet wird. Solche Bewertungsänderungen sind auch unter Bewertung im Bewertungsverlauf zu sehen. Hier wählen wir den Beispieltest aus und klicken Speichern. Nun werden alle Änderungen angezeigt.